Der kann bauen, das finde ich schön. Der kann auch Bergbau, das finde ich schön. Der kann Waldarbeit, der kann das auch. Der kann schmieden, der kann schneidern. Der kann handwerkeln. Die können das nicht eindeutig. Transportieren kann der junge Mann, reinigen kann der junge Mann. Das ist doch schön. Hm, Taysan bringt. Einen erschossen, zwei neue Rekruten. Sag ich dir doch. Oh, Dwin, hör doch auf, immer alles anzünden zu wollen. Oh, Shatrix könnte uns wegsterben. Oh nee, das könnte noch gut gehen. Wir haben einen guten Arzt gehabt. Weißt du, jetzt muss der Dwin doch nicht alles wieder abfackeln. Erstmal muss das alles weg. Na, wobei nicht alles. Die nicht, die nicht, die nicht. Dwin macht das jetzt nur, weil er sich überlegen fühlt. Na, nee. Und die müssen wir auch nicht entfernen. Sind davon ja nicht betroffen. Aber alles andere. Ich bin eben ein Feuerteufel bei, schon früher. Ja, ich merke. Bald ist die Quest vorbei. Dann wird alles wieder besser. Wir müssen halt jetzt echt alles abhacken. Huch, der Hirsch ist bewusstlos. Oh. Kann sich jemand mal um den Hirsch kümmern? Michi? Der wird erstmal auf die Schlachtbank gelegt. Ey, Nico, was geht? Alles klar bei dir? Nico, du lebst hier übrigens noch immer in dieser kleinen Welt, ja? Also hier. Du bist noch immer unser Koch. Der alle vergiftet hat gerade. Unfassbar. Oh, wir müssen doch erstmal die Pflanzen entfernen. Tut das doch bitte. Ah, nein. Das hier oben nicht. Moment. Ich weiß, was ich mache. Nicht erlauben. Überall Verbote. Bernhard? Bernhard? Was hast du wieder gemacht, Bernhard? Ach, Bernhard. Bernhard, benimm dich! Hallo, Bernhard. Du wirst liebevoll von mir begrüßt. Zum Glück kein Timeout. Aber der Dwin würde dich sofort wieder freilassen. In die Freiheit lassen. Oh, das wird aber, ja, das schafft er aber. Ach, guck mal, hier ist... Lass doch am besten alles liegen. Übrigens, lieber Bernhard, ich habe mich um Flecki hier weiterhin gekümmert. Flecki geht es gut. Ich habe sie an einen guten Händler verkauft, der ist Huxel. Er hat gesagt, er kümmert sich gut um Flecki. War das eine gute Idee? Oder schlecht? Ich weiß es nicht, er hat mir viel Geld geboten. Weil ich bin jung und brauche das Geld. Dann halt nochmal langweilig. Hallo Leute, mein Name ist Patrick. Ungefähr so, ne?
schön gepflanzt wieder. Ach, das ist so wunderschön. Guck mal, guckt euch das mal an. Der Nico. Der Nico. Dass der Nico nach dem Essen überhaupt noch hier sein darf. War es ganz schlimm, als sie dich gehauen hat? Oh nein! Bernhard? Entschuldigung, Dwin, kannst du ihn bitte wieder freilassen? Mobots hat's auf dich abgesehen, ja. Es sollte dir klar sein, Bernhard, dass Mobot dich jetzt nicht mehr mag. Ich weiß nicht warum. Vielleicht arbeitet er mit Huxel zusammen. Alter. Dame Bernhard. Okay, wir haben zum Glück genug Essen. Das passt immer ganz gut. Wir brauchen mehr. Also es wächst zwar jetzt gerade was, aber es könnte echt in die Hose gehen ansonsten. Weil das braucht ja ein bisschen zum Wachsen. Ah, okay, gut, okay, gut. Ja, also du kannst gerne mehr machen, wenn es mehr Symbole sind. Ich finde das nicht schlecht. Oder 15%. Ah, gut. Ja, also das finde ich nicht schlimm. Also das kannst du tatsächlich höher stellen. Weil da passiert meistens sowas nicht. Da, also, da passiert nichts Schlimmes. Wegen Spam. Spam mit B. Oder mit, okay. Spam. Spam. Klingt fast wie eine Körperflüssigkeit. Was? Habe ich hier gesagt. Wir haben ja schon spät. Spam. Das habe ich gerade nicht gesagt. Der Nico hat die Was-Funktion gefunden. Oh nein, Hilfe. Der Nico hat die... Oh nein, der Nico hat die Was-Funktion gefunden. Okay, ich passe jetzt auf, Mobot. Das werde ich dir nie verzeihen. Hey, ich sag's dir. Wenn es deine Mutter... Was? Bernhard, was? Warum? Warum sagst du sowas? Dwin? Du prügelst dich mit Leuten. Ist das okay? Oh, Liebhaber. Yuga und Warp Flo. Hä, die waren doch schon zusammen. Das ist komisch. Und der Dwin hat Yuga, Dwin hat einer von McLaughlin, glaube ich, einer auf die Nase gegeben, weil sie ihn beleidigt hat. Richtig so. Oh, wir haben hier eine Skulptur. Eine normale. Na komm, wir stellen hier mal Skulpturen auf. Die schlechte lassen wir aber hier, denn die will keiner. Das ist nur, weil sie es wollten. Ich diene ihnen nur. Ich schenke dir keine Socke, Dwin. Du wirst nämlich niemals frei sein. Was? Dwin? Warum haust du ab? Dwin? Ah. Oh, danke schön, danke schön. Der Dwin haut einfach ab im Spiel. Nico, was ist das für ein Symbol? Socken. Nico, warum hast du Socken? Ich meine, du hast keine Hose an, aber warum Socken? Hä? Ach so, deswegen, ja. Irgendwas, egal was. Eine Zahnbürste zum unten schrubben. Warte mal, das klingt so falsch. Ich meine zum Keller schrubben. Oh Gott. Immer schön in die Ritzen der Fugen, ne? Nicht in die andere. Ja, bitte, danke. Das ist sonst sehr falsch.
Die andere Fuge, die darfst du gern mit was anderem sauber machen, aber nicht in der Zahnbürste. Ich bin heute richtig stolz auf mich, ich habe heute geschrieben auf ganze 6 Stunden. Neidisch jetzt. Nicht jeder kann 22 Abos haben. Ja, ist doch cool. Mit 6 Zuschauern ist wirklich cool. Also das ist ja schon mal was. Dwin, warum gehst du jeden beleidigen? Liegt's an der Fuge, ja? Ja, solange du keine Fuge in D-Moll singst, was? Ja, aber wie gesagt, 22 Abos, 6 Zuschauer, das ist doch cool. Du streamst auf YouTube, ne? Der Dwin rastet aus. Was? Wo hast du denn deine Zähne? Welche Zähne? Was? Welche Zähne? Was meinst du? Hä? Bernhard? Das ist komisch, was du geschrieben hast. Bernhard, aus. Benimm dich. Geh wieder auf deinen Platz. Nein, du kriegst kein Leckerli. Nein. Wieder zurück auf deinen Platz. Danke. Aber schön, jetzt läuft's hier. Jetzt haben wir hier sowas. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es läuft langsam. Yuga und Flo. Shadrax und Rosa. Hey. Sexy, sexy. Bergbau. Alle in Bergbau. Alle in Bergteige. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Ich muss voll dringend aufs Klo. Bis gleich. Wir haben einen Gefängnisausbruch. Hä? Na dann. Wie war das mit dem Tasern? Ich habe gehört, das funktioniert so. Ach, das sind sogar die Leute. Eine Kratze! Guck mal, ein Kratze! Das sind wirklich zwei süße Katzen. Oh ja, die will sich aber frei rubbeln. Warte mal, das klingt wieder so falsch. Stopp! Oha. Hau doch drauf, Alter! Taser! Okay. Die lebt. Okay, wir müssen die jetzt tasern. Taser! Die haben alle überlebt. Keiner ist tot. Keiner ist tot. Du würdest gerne... Was? Also, das eine ist Brownie. Und das andere ist Chucky. Brownie war vorhin da. Das war die kleine... Das kleine Mäuschen. Quasi. Die ist jetzt im Flur. Und hinter mir sitzt jetzt Chuck Norris tatsächlich. Ne? Ich würde bei dir gerne ins Gefängnis einbrechen. Warum denn? Das ist ein Gefängnis, Bruder. Was ist kaputt bei dir? Du bist so komisch. Du willst Leute umbringen. Und dann einfach nur ins Gefängnis kommen, oder was? Bernhard, schäm dich. Hast du zwar nicht gesagt, aber ist mir jetzt auch egal. Habe ich jetzt einfach hineininterpretiert in dem, was du gesagt hast. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Keine Sorge, Bernhard. Mensch, Bernhard. Benimm dich. Das war mir jetzt neu. Okay. Hat sich da jemand durchgebaut? Es dürfte aber keiner abgehauen sein. Wir hatten niemanden im Knast, außer die beiden, ne? Hm. Ja, die haben echt ihren eigenen Kopf. Der Dwin, wie süß. Katjon!
Ja, Katzen. Jackie schläft. Jackie. Ja, der hört seinen Namen. Der kennt seinen Namen. Oh, das ist voll cool. Chucky und Brownie. Es gibt auch Emotes von denen. Das sind die beiden. Das sind die Emotes auf dem Kanal. Die gibt's auch im Shop übrigens auch als Tassen und als Pullis und sowas. Hat meine Freundin gemacht. Und wir haben dann geguckt, was so für Farben, was für Pullis und sowas dazu passt. Und haben das dann halt eingestellt. Weil die Katzen sind süß. Genau, der Bernd hat auch eine Katze. Guck mal, eine Katze. Oh, hier wird endlich mal zugebaut. War ja anstrengend genug. Wir haben wieder Stohl gefunden. Aber. Hä, was macht der Strauß in der Höhle? Ich frag nicht. Versteckt sich im Raum, Michi. War ja klar. Nee, das ist definitiv der Falsche. So. So. Okay, ich hoffe, wir finden irgendwann Maschinenreste, weil wir finden hier Stahl ohne Ende. Das finde ich sehr gut. Aber Maschinenrest ist echt ein Horror. Und ich würde uns gerne bewaffnen. Was ich zum Beispiel, was ich danach machen will, ist Plattenrüstung. Und dann würde ich eigentlich würde ich viel lieber Gehirnverkabelung, das ist sau krass, was man machen kann. Ich würde aber gerne auf Schutzausrüstung gehen. Aber dafür brauche ich die Plattenrüstung, weil dann haben wir mehr Schutz. Spezialisierte Körperteile ist auch so krass. Und bionische Ersatzteile müssen wir dann auch irgendwann machen. Ja, tatsächlich machen das die Leute. Marine-Rüstung und Kataphrakt-Rüstung würde ich dann auch gerne haben. Und zwei Kanten. Ah, schade, das wäre so cool gewesen. Weil der Mobot nämlich kein Sub ist, ne? Das ist das Problem. Wir müssen dem Mobot einen Sub bei mir kaufen. Ja. Oh, das ist ja bitter. Nee, aber tatsächlich geht das dann nur so. Jupp. Ja, aber das sehe echt cool aus. Ja, wie gesagt. Alter, jetzt fängt ja erstmal die Arbeit an. Uff, Allah. Wir finden keine Maschinenreste, das ist echt nicht schön. Amazon noch mehr Geld schenken, genau. Hat Mobot nicht irgendwie Amazon Prime oder sowas, damit es das verbinden kann und damit wir hier umsonst subben können? Das wäre doch schön. Das ist genau das, was wir bräuchten gerade. Alter, hier wird aber gehackt ohne Ende. So wie Bernhard. Bernhard weiß, wie es geht. Einfach mal so eine Brownie in den Chat posten. Muss erstmal gähnen. Gähnendorf. Entschuldigung. Einmal was für Bernhard zum Lachen. Verstehst du, Bernhard? Gähnendorf. Ja, gell, Mobot, was ist los bei dir, Bruder? Gönnt nix, Allah. Der Mobot.